Okay, dann gehen wir los. Also heute geht es um Best Practices in Angular und vor allem werde ich größtenteils nur die Sachen berichten, die selbst von Angular vorgegeben werden, teilweise auch aus der eigenen Erfahrung gesammelt habe. Und da anschließend können wir gerne darüber diskutieren. Gerne würde ich auch gerne eure Vorschläge hören, vielleicht liege ich woanders falsch. Gut, dann geht's los. In dem ganzen Vortrag habe ich versucht, die Best Practices so ein bisschen zu strukturieren, dass ich die nach Kategorien aufteile. Zum Beispiel wie Architektur, Codequalität, Performance und ein paar Hinweise wegen der Advanced-Richtung. Genau, da geht's los mit Architektur und als erstes starten wir. So. Also kurz würde ich mich vorstellen. Genau, ich bin Gregor, ich bin freiberuflicher Software-Ingenieur und mache neben der Projektentwicklung auch ab und zu Angular und TypeScript-Trainings und ich habe das Angular Meetup in Dresden gegründet und weitergeleitet. Nebenbei, wenn ich Zeit habe, spreche ich gerne auf Konferenzen über Angular-Themen und allgemein über JavaScript-Themen. Genau, dann geht's los mit Best Practices und das erste ist Architektur. Und da habe ich folgende Erfahrungen gesammelt und auch, also ich hoffe, ihr kennt die meisten. Wenn nicht, dann würde ich gleich detailliert erklären. Wenn jemand später mehr Fragen, also mehr zu einem bestimmten Thema wissen will, gerne im Chat an den Robert wenden. Da können wir zum Schluss, das kann ich detaillierter beantworten. Alternativ bin ich über Twitter erreichbar. Die Slides könnte ich gerne dann auch teilen, bei Bedarf. So. So wie wir alle kennen, Angular bietet uns die Möglichkeit, unsere Web-Apps modular aufzubauen. Und hier ist eine erste Empfehlung, dass man die komplexen Web-Apps, wenn die in die Größe wachsen, dass man die richtig nach Modulen aufteilt. Und Angular selber gibt uns in der Angular-Style-Guide vor, dass man sowas wie Core-Module, Shared-Module und Feature-Module erstellt. Und als kurzer kleiner Beispiel, wenn wir jetzt eine Dashboard-App haben und man kann die zum Beispiel so ausspielen, dass wir die App-Shell haben, das unser Core-Modul ist, dann die Hilfs-Services, Hilfe-Pipes, Hilf-Components als Shared-Modul auslagern, die wir gründlich über die ganze App verwenden und zum Beispiel pro einzelne Route, die wir haben, als Feature-Modul ablegen. Das ist so eine mögliche Aufteilung. So, genau, das Core-Modul ist, also sollte am besten Komponenten enthalten, die bei dem App-Start da sind, zum Beispiel Navigation oder die Main-Component oder der Footer, der dann jedes Mal zu sehen ist, weil die Core-Module wird immer zum Start geladen. Natürlich auch Services, die zum Start benötigt werden, zum Beispiel Authentifizierung oder Login-Service und weitere Sachen. Also, und beim Core-Module sollen natürlich die Sachen auch über die komplette App bereitgestellt werden können. So. Gehen wir jetzt weiter zu dem Shared-Modul. Genau, die Shared-Module, die sollen am besten Komponenten, Direktiven, die Pipes erhalten werden, die, egal über welche Module, die müssen halt überall einsetzbar sein werden. Also die müssen wirklich so klein wie möglich und so flexibel wie möglich aufgebaut werden. Genau, das sind so zum Beispiel meistens UI-Sachen oder Hilfssachen, die wir da und da verwenden können. Genau. Gut, hier habe ich noch Hinweise hingeschrieben, die müssen nicht unbedingt über die ganze App zugegriffen werden. Also man könnte die dann auch unterteilen, also als Untermodule auslagern. Und ein Feature-Modul, das ist sozusagen, kann man sich kurz vorstellen, also wir haben jetzt unser Dashboard-Web-App und wir haben zum Beispiel eine Route. Ein Menüpunkt Users zum Verwalten von User, zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen, ein Menüpunkt von Artikel, ein Menüpunkt von Gruppen und so weiter. Und wir können jetzt zum Beispiel unser Users-Menüpunkt als eigenen Feature-Modul auslagern und diesen Feature-Modul, alles, was zu diesem User benötigt wird, auslagern. Zum Beispiel unsere Navigation, unsere Formulare, unsere Komponenten, die uns die Liste darstellen, die uns das Edit-Formular darstellen und vielleicht noch weitere spezifische Sachen. Und meine Feature-Module sind wir gar nicht begrenzt.
Wir können die so viel wie möglich aufbauen und so beliebig zu strukturieren, wie wir es wollen. Hier ist ein Hinweis, dass man die nicht nach bestimmten Routen aufteilt, sondern wirklich guckt, was jetzt zu diesem Feature benötigt wird. Also bei Dashboards ist natürlich relativ simpel, dass man vielleicht nach Routen aufteilen könnte. Bei komplexen Webanwendungen, wo man ein Dashboard mit also mit richtigem Frontend mischt, da müssen wir überlegen, wie wir das besser aufteilen können. Am besten nicht nach Marke, sondern gut überlegen, durchdenken, wie, wo, was man aufteilt und so aufsplitten. Genau, die Feature-Module, die können genauso wie andere Module Services, Komponenten und Directory Pipes erhalten und die können auch mit anderen Feature-Modulen, mit anderen Core-Modulen, Shared-Modulen kommunizieren. So, das ist erstmal zu den Modulen. Bei Fragen einfach kurz Chat benutzen, an Robert wenden und können wir später noch diskutieren. Genau. Mit Angular haben wir auch Möglichkeit, dass wir bestimmte Module, die wir auslagern, zum Beispiel unser Feature-Modul, unser Feature-Modul Users, den können wir auch als Lazy-Loading-Modul bereitstellen. Für die, die das nicht kennen, Lazy-Loading heißt, dass wir den Modul nicht beim initialen Start laden, sondern beim Bedarf. Das heißt, wenn wir in unserem Dashboard auf die Route Users klicken, erst dann wird das Lazy-Loading-Modul Users geladen. Also unser Feature-Modul User wird erst dann geladen. Das macht unsere Webanwendung zum Anfang, zum initialen Start sehr schnell, weil wir unnötige Module aktuell nicht laden, nur erst später und haben eine bessere Übersicht. Es gibt auch Möglichkeit, dass man eine Preloading-Strategie von dem Angular-Router verwendet und die bietet uns die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wenn das unser Startmodul geladen wurde, dass erst nach dem vollständigen Laden vom Startmodul alle Feature-Module, die per Lazy Loading zugeschaltet sind, nacheinander geladen werden. Genau, und als Hinweis, Lazy Loading Module brauchen eigenen Routing Modul. Das würde ich dann kurz noch zeigen. Das können wir gleich machen. Genau, wir haben jetzt in dem Modul, das ist eine kleine Start-App und ich habe hier zwei Komponenten. Einmal gibt es ein Image Komponente und User. Das sollte so eine Users-Dashboard sein und der hat jetzt eigene Modulkomponente, wo die ganzen User, also das ist jetzt ein Feature-Modul-User, der hat eigene Komponenten wie Edit, Start und List und auch eigenes Routing-Modul. Und in dem Routing-Modul werden alle Routen, die zu diesem Feature-Modul benötigt werden, gepflegt. In dem Fall haben wir eine leere, also unsere Startroute. Wenn wir jetzt auf Apps, also domain.com/users gehen, dass die unsere Users-List aufruft. Und wenn wir dann eine Users-List/Unique-ID eingeben, dann wird unsere UserEdit-Komponente aufgerufen. Und hier müssen wir unser Router-Modul importieren und mit forChild vorsehen, dass wir die Routen, die wir hier oben definiert haben, hier reingeben. Das ist jetzt das einzelne Routing für unser Lazy-Loading-Modul ist. Und später, wie das Ganze in der Main, also in dem Routing-Modul von der Startkomponente, unserer Initialkomponente, ganz einfach mit einem Pfad und mit Load Children über den Arrow-Function eingeladen werden. Also es gibt noch eine Alternative, ältere Schreibweise, wo man den Pfad mit source/app/user/user-Modul Raute und dann das User, also Klassennamen vollständig ausgeschrieben habe. Das ist die ältere Variante, glaube ich, seit Angular 7 oder noch 8 ist es das möglich, dass man mit Import arbeitet. Das wird auch vom Angular Style Guide so vorgegeben. Genau, und hier ist es wichtig, dass man von der Hauptanwendung, also von unserem Startmodul, den Router-Modul immer Punkt vor Root importiert und die Routen. Und denn sollte nur einmal pro Projekt und pro Anwendung geben. Die anderen Feature-Module, die werden alle mit ProChild angegeben. So, switche ich wieder zu Slides. Genau. Also erstmal dazu. Jetzt würde ich zu den Komponentenaufteilungen rübergehen. Sehr oft sehe ich in der Praxis, dass man ein Projekt erstellt und da werden zum Beispiel 150 Komponenten erstellt und die werden alle wild durcheinander unter App-Ordner abgelegt. Das
hat sehr viele Nachteile, dass man erstens sehr schlecht warten kann, weil man immer suchen muss, welche Komponente zu welchen Komponenten Abhängigkeiten hat und wie das Ganze strukturiert ist. Es gibt eine Empfehlung von Angular Style Guide, dass man die Komponenten logisch nach Smart und Dumb Components aufteilt, also das heißt schlaue und dumme Komponenten. Und die smarten Komponenten, die sollen sozusagen die Logik der ganzen Komponenten, also Logik für die dummen Komponenten enthalten. Das heißt, in unserer Test-App, die ich gerade gezeigt habe, würde jetzt unsere Dump-Komponente hier in unserer Users-List sein. Und ich würde das nicht, genau, ich würde die Image-Komponente nehmen. Genau hier ist jetzt unsere smarte Komponente ist Image-List und Image-Item ist jetzt unsere dumme Komponente. Das heißt, dass wir jetzt mit Image-List, wir holen uns die ganze Liste von API, von den Bildern und dann in der Vorschleife, wenn wir in Template die rendern, dass wir ein Image-Item für jedes Element in der Liste ausgeben. Und der Image-Item ist jetzt unsere dumme Komponente. Die dumme Komponente bekommt dann alle nötigen Parameter, also Informationen über den Add-Input-Dekorator. Also wir geben die von außen rein. Und das Maximale, was der Logik machen könnte, dass die vielleicht die über Event-Emitter, also Output-Dekorator, bestimmte Events, zum Beispiel beim Löschen, dass man die UID zurückgibt an die smarte Komponente und dort wird ja aus der Liste gelöscht. Genau, die schlauen Komponenten, also die Smart Components, die sollen am besten die Services beinhalten, die wir selber entwickeln zum Laden von Daten von der API oder von anderen Services. Vielleicht Hilfeservice, die bestimmte Berechnungen machen. In der Dump-Komponente sollte da wirklich nur die Präsentationslogik sein, also Präsentationsschicht sein, dass man die Daten eingibt, die stellt was dar und vielleicht, wenn man auf den Button klicken, löschen, dass er was zurückliefert. Mehr nicht. Wie man das in der Praxis aufteilen könnte, man könnte durch bestimmte Ordnerstruktur aufteilen oder nach Feature-Modulen oder einfach im Team, wenn man also im großen Team arbeitet, dass man vielleicht unser eigenes Dokument schreibt, wo man in README sagt, okay, so eine Ordnerstruktur sein muss. Also meine Präferenz ist, dass man die nach Feature-Modulen aufteilt und einfach dann im Team selber festlegt in dem Dokument, dass man sagt, okay, so muss eine Komponente aussehen, wenn die halt Abhängigkeit hat. Wenn nicht, dann kommen die in ein Shared-Modul, die dann oder ein UI-Modul als Feature, die dann über die ganze App geteilt wird. Genau, das ist meine Präferenz. Oft ist das auch zu sehen in der Praxis bei großen Projekten, dass man wirklich Ordner hat, wo man sieht, dass es jetzt so eine Presentation-Component sind und UI-Components, dass man die in der App vorder sieht und die werden dort alle gepflegt. Aber das sind die Komplexitäten von den Projekten nicht so groß. Dazu können wir gerne nach dem Talk diskutieren. Würde ich gerne auch eure Erfahrungen dazu hören. Das würde mich selber persönlich interessieren, wie ihr das kennt. Genau. So, jetzt gehen wir kurz zu den HTTP-Requests, Services und Pipes. Und hier ist eine Empfehlung von mir, was ich leider immer noch heute oft sehe, bitte den HTTP-Modul nicht innerhalb der Komponente verwenden. Denn bitte in den Service auslagern. Genau, weil das hat den Grund, dass man, wenn man die Komponente aufruft in der Web-App, dann wird auch direkt der HTTP-Call gestartet. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man die Komponenten nicht richtig aufräumt, dann wird halt der Stream immer aufgebaut sein. Und dazu, wie gesagt, dazu bitte den Service verwenden. Also wenn man jetzt einen schönen REST-Code schreibt, also REST-API abgreift für Users, dann User-Service erstellen und dort die ganzen Requests, zum Beispiel GET, POST, PUT, schön mit HTTP-Modul, also mit HTTP-Core-Modul abfragen. Genau. Und auch keine komplexe Logik in die Pipes reinschreiben. Dafür vielleicht einen Hilfeservice nutzen, den wir dort verwenden können. Und hier ist ein Hinweis: Wenn wirklich komplexe Logik benötigt wird für die Pipe, dann versucht euch ein Caching dafür aufzubauen, weil sonst also bei Angular ist ja so, wenn sich was ändert mit Change Detection, dann wird das ganze DOM
neu gerendert. Und die Pipes, die werden ja im Template verwendet. Das heißt, bei jedem Neurendern werden die alle Pipes neu angestoßen. Die Inhouse-Pipes von Angular, zum Beispiel wie sondern Date, Number und so weiter, die haben eigenes Caching-Mechanismus und die Ergebnisse werden gecached gehalten für bestimmte Zeit. Wenn man eigene Pipes schreibt, kann ich euch empfehlen, guckt in die Implementierung von Angular rein von den Pipes und da kann man bestimmte Caching-Strategien abgucken. Alternativ eigene ausdenken und implementieren. Und natürlich keine HTTP-Aufrufe im Pipes verwenden. Das ist ein Performance-Killer. Genau, da steht auch als Hinweis, dass man die API-Calls in Services isolieren soll. So, das ist erstmal zu der Architektur. Jetzt würde ich gern zu dem Bereich Qualität und Performance rübergehen. Hier habe ich verschiedene Sachen gesammelt, die auf Qualität vom Code auswirken und Performance-Probleme bereitstellen können. Ja, das ist ein triviales Thema, aber es kommt leider immer noch sehr oft vor in komplexen Projekten, dass viele Leute, die mit Angular anfangen und TypeScript auch zum ersten Mal anfassen, die verwenden immer noch das Keyword var für die Variablendeklaration. Und das ist keine gute Idee, weil das könnte globale Auswirkungen auf die ganze App verursachen. Dafür bitte immer für die Variablen, die wieder beschrieben werden, also wo der Wert neu beschrieben wird, immer ein let nutzen. Das wird später zu var umgebaut und wenn wirklich eine ohne Wertänderung einfach nur ein Konstante ist, dann einfach Keyword const verwenden. Genau, die Ursache, wie ich festgestellt habe, viele Leute, die von Java oder von .NET auf Angular umsteigen, dass die irgendwie die Gewohnheit haben, immer var zu verwenden. Genau, wie man das umgehen könnte, dass man var gar nicht, also komplett vermeidet, kann man das über TypeScript-Linter durch die bestimmten Regeln halt begrenzen, dass man sagt, okay, du darfst es nicht, dann wird schon die Idee, die sagen, guck mal hin, das ist keine gute Lösung. So, jetzt gehen wir weiter und hier ist mein Lieblingspunkt, typisiert alles, was es geht und vermeidet den Typ Any. Es ist natürlich in der JavaScript- und Angular-Welt sehr schwierig an manchen Stellen, vor allem wenn man Third-Party-Libraries verwendet, die bestimmte UI-Events haben, da ist es sehr schwierig oft, das die richtig zu typisieren, weil die liefern als Event ein Any zurück und man könnte natürlich durch die Debug-Tools rausgucken, okay, wie der Objekt aufgebaut ist und eventuell ein Hilfsinterface dafür aufzubauen, damit das richtig typisiert ist. Ich habe gerade ein Projekt am Laufen, wo wir wirklich komplett als Linter-Regel haben, dass wir Any gar nicht erlaubt ist und wir haben auch einen Pre-Commit-Hub, der uns das nie durchlässt. Das ist relativ schwierig, aber dafür haben wir sehr gute und lesbare Code-Qualität und das ist, würde ich euch nur an Herz legen. Wie ihr das machen könnt, nutzt die Möglichkeit von TypeScript, zum Beispiel Interfaces oder Type, um die Type-Aliase aufzubauen, um die ganze App, den Code eurer App schön zu machen. Genau, und da ist nochmal typisiert alles, was es möglich ist. So. Genau, was jetzt Performance angeht. Wenn wir eine Liste ausgeben, zum Beispiel haben wir jetzt einen Array von unseren Usern und wir wollen das als Liste schön in der Tabelle ausgeben, in unserer View und wir stellen uns jetzt kurz vor, wir haben jetzt eine Liste mit 12.000 Nutzern, die wir einmal laden. Okay. Wir geben die ganz klassisch mit ng vor und da wird natürlich schöne Liste ausgegeben. Ja, die ist jetzt ein bisschen lang und das dauert dann ein bisschen im Browser, das merkt man schnell. Und oft kommt es noch vor, dass man irgendwie mit der Liste arbeitet, zum Beispiel sortiert oder irgendwelche Sachen dort anklickt, dass man die Properties verändert. Das heißt, wenn wir was ändern, wird das ganze Dome-Tree neu gerendert bei jeder Array-Änderung. Das ist richtig großer Performance-Killer, den ich selber erlebt habe, weil wir eine Liste mit 40.000 Elementen gehabt haben
Und dabei kann eine Track-By-Funktion helfen, die schon Angular bereitstellt. Also, dass wir das mit bei ng4 mit angeben können. Das würde ich gleich vorführen, wie das geht. Und bei Track-By können wir uns sagen, das können wir spezifizieren, nach welcher Property, also die Liste erst, also das, nach welcher Property das geguckt wird. Also wir sagen in unserer ng4-Schleife, okay, guck jetzt bei dem User, ob sich der Vorname geändert hat. Und wenn wirklich die Property geändert wurde, dann wird das neu gerendert und nur das Element. Genau, jetzt war ein blöder Beispiel mit einem Vorname. Das würde in Unique-ID am besten dafür passen. Und das zeige ich kurz, wie das aufgebaut wird. So. Ich gehe jetzt in unsere Image-List rein. Genau. So. Template. Okay. So, wir haben jetzt ein Wrapper-Element und hier haben wir unsere dumme Komponente Image-Item, die uns einfach das Bild darstellt. Genau, und hier machen wir ein ng4 und auf unser Stream von der Image-Liste, das wir auch schon aufrufen und hier können wir dann hinterher Track-By-Pipe verwenden und hier geben wir unsere eigene selbstgeschriebene Track-By-Funktion rein und die macht nichts anderes, dass die einfach nach der ID guckt. Also die guckt, ob bei dem, also die guckt, okay, hat sich jetzt das Image mit der ID 12 geändert, dann bitte nur das neu rendern, nicht die ganze neue Liste. So, das ist erstmal dazu. Hier seid ihr auch flexibel, das könnt ihr auch eigene Sachen verwenden. Zurück. Genau, mit Trinkby können wir dem, wie ich schon erwähnt habe, können wir dem Angular sagen, welches Element wirklich verändert wurde und nicht das ganze Array. Das ist sehr hilfreich. So, gehen wir auch weiter. Ja, hier auch ein Hinweis, was viele leider noch vergessen. Bei Angular gibt es eine Async-Pipe, die uns ermöglicht, direkt im Template auf Observables eine Subscription zu machen. Und das hat den Vorteil, dass das heißt, wenn die Komponente zerstört wird, also ng-onlist draufgerufen wird oder die einfach zugeschlossen wird, dass die Subscription auf das Observable automatisch aufgelöst wird. Wenn wir aber das im TypeScript-Code selber und in unserem Komponenten-TypeScript-File die Subscription aufbauen mit .subscribe, dann müssen wir uns kümmern, dass die Subscription auch am Ende automatisch abgelöst wird. Das wird oft vergessen, das führt oft dazu, dass ein Memory-Leak entstehen könnte, weil wenn wir jedes Mal die Komponente verlassen, neu aufmachen, bei jedem neu initialisierten Komponente wird ein neuer Stream aufgebaut. Das können wir bis zu beliebig viel aufmachen. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd, wenn wir eine Liste mit 12.000 Elementen aufrufen, dass wir 5 oder 6 Subscriptions haben, die uns automatisch da was zurückgeben. Das würdet ihr aber schnell selber merken, dass der Browser irgendwann sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Die Async-Pipe hilft dazu. Natürlich kann man die nicht bei jedem Use Case verwenden, dass man vielleicht mit dem Subscription selber was aufbaut und die Daten dort irgendwie bearbeiten muss. Dazu gibt es aber alternative Lösungen, wie man das umgehen könnte und eigenen Stream aufbauen dazu. Da kommt uns RxJSON zu Hilfe. Ja. Genau. So, weiterer Punkt, dass man die Performance besser im Griff hat, wie ich schon erwähnt habe, die Subscriptions können uns viele Probleme verursachen und da hilft uns, dass wir die Subscriptions richtig auflösen. Ja, wie man das machen könnte, wie gesagt, Async-Pipe verwenden für Observer-Streams, die wir direkt zur Ausgabe verwenden, wenn wir aber keine Ausgabe machen, sondern irgendwas damit bearbeiten, dann müssen wir die mit selber in der Komponente mit ng-onDestroy auflösen. Und wie wir das machen können, das würde ich gleich kurz zeigen. So, ich muss mal kurz gucken, wo ich die Subscriptions habe. Genau. Wir können das auf verschiedenen Wegen gehen. Zum Beispiel haben wir jetzt unseren privaten Variable Destroyer, der ein Subject ist. Und hier machen wir Folgendes, dass wir in der Methode loadImageList
Wir gehen auf unser Image Service und holen uns die Liste. Und hier nutzen wir den Pipe-Operator von RxJS und sagen wir, dass er die Subscription darauf so lange halten soll, bis das noch aktiv ist. Und hier machen wir unsere Subscription und schreiben den Response unserer Bilderliste. Die ist hier aufgelistet. Genau, und wenn wir jetzt den ng-on-destroy-hook verwenden, dann gehen wir hier rein und wir sagen, okay, dass der Destroyer den Wert beschrieben bekommt und danach sagen wir, dass jetzt zu Ende ist. Das heißt, wenn die Komponente verlassen wird, dann wird ng-on-destroy aufgerufen, der Destroyer bekommt einen Status Complete und somit wird auch unsere Subscription aufgelöst. Das ist eine Möglichkeit. Alternativ, zweite Möglichkeit ist halt, wenn man mit AsyncPipe arbeitet. So. Das ist erstmal dazu. Genau, wie die Operatoren arbeiten, da werde ich jetzt nicht drauf tief eingehen, das könnt ihr gerne selber mal anschauen, also take oder take until. Bei take als Hinweis, man gibt die Anzahl, wie viel man darauf auf die Subscription zugreifen, also wie lange die lebt soll, zum Beispiel zweimal, das heißt beim ersten Inszenieren wird dann aufgerufen, beim zweiten und dann ist die zu. Na, die Details könnt ihr euch gerne auf die RxJS-Seite genau anschauen. Ja, und weiterer Hinweis, was oft noch vergessen wird, bitte nutzt die Kraft von RxJS. RxJS ist eine richtig schöne Library, die mitgeliefert wird. Die bietet uns sehr hilfreiche Operatoren, die unsere Entwicklung besser machen können und auch natürlich die Performance und die Qualität vom Quellcode verbessern. Genau, als Beispiel, hier habe ich kurz einen Observable aufgerufen. Ich hoffe, ihr seht jetzt einen Mauszeiger. Genau, Observable, zum Beispiel unsere ImageList, wo wir mit Pipe sagen, take one. Das heißt, dass er nur einmal zugreift und danach ist das zu. Ja, wenn wir jetzt aber mehrere Subscriptions haben, oft kommt natürlich, also ich hoffe, ihr habt das nicht selber geschrieben, aber oft gesehen, dass man sagt, okay, User List Subscribe und dann gucken wir, okay, User List ist da und dann machen wir User List for each und für jedes Element rufen wir Subscribe Get User Details. Das kommt leider immer noch oft, dass man solche Subscriptions verschachtelt. Und dafür würde ich euch empfehlen, guckt euch genau die MerchMap, SwitchMap und XHouseMap Operatoren an, um die Subscriptions besser zu kombinieren, dass man nicht verschachtelt macht, sondern kombiniert hier. Genau, das ist sehr hilfreich, um die großen Subscriptions-Bäume aufzulösen. Genau, und wie man noch die Performance verbessern könnte durch RxJS, durch die Verwendung von zum Beispiel Retry oder Repeat Properties. Bei Retry können wir sagen, okay, wenn jetzt der Aufruf, unser Rest-Call fehlgeschlagen ist, dass er bis zum dreimal versucht und dann aufhört, das neu aufzurufen. Und bei Repeat sagen wir zum Beispiel Repeat 3, dass er, okay, der ruft jetzt unsere Userliste auf und wenn jetzt von anderen Komponente noch ein Aufruf auf die Subscription, auf die Userlist geht, dass er das den Ergebnis für die nächsten drei Aufrufe vorbehält. So, erstmal dazu. Nochmal als Wiederholung, guckt euch gerne, also vertieft euch in das RxJS-Welt, die ist sehr mächtig und sehr hilfreich und verbessert die Performance und die Qualität von der App. Und im Generellen über die Qualität und Performance erstellt am besten kleine und wirklich wiederverwendbare Komponenten, die als Dump-Komponente dienen und da bitte gründlich durchdenken, dass die App-Architektur. Ja, natürlich kennt jeder, aber trotzdem zur Wiederholung, wiederholt euch nicht, verfolgt den 3-Prinzip, also don't repeat yourself, lagert so viel wie möglich aus, was man wiederverwenden kann. Genau, vermeidet lange Methoden. Dafür kann man als Hilfe Linter-Regeln verwenden, die uns uns helfen, da als Hinweise dass man Hinweise bekommt, dass es okay, da stimmt was nicht. Alternativ kann man auch Pre-Commit-Hooks verwenden, die uns da wirklich auf die Hände schlagen, dass es bitte aufräumen, da wird schon die Qualität besser. Genau, nur im Extremfall lange Methoden verwenden, das kommt auf jeden Fall vor, aber in größten Teilen ist es schön aufräumbar.
Wie mein ehemaliger Teamleiter immer gesagt hat, wenn die Methode zu lang ist, dann ist irgendwas dort verkehrt. Dann bitte durchdenken, aufsplitten. Genau, bitte die Logik in Templates vermeiden. Hier meine ich, dass man solche Sachen macht, dass man mit ngif und dann geht man zum Beispiel auf unsere Formgruppe und holt das Element und guckt, ob das das und das, dass man die kombiniert, dass man solche lange Statements aufbaut. Das ist nicht so schön, weil man das schlecht testen könnte mit Unit-Tests. Dafür bitte irgendwie als Hilfsmethoden in der TypeScript-Code schreiben und das verwenden. Aber wenn man schon auf große, komplexe Logik im Template macht, da ist was in der Architektur und nicht ganz verkehrt, da muss man durchdenken. Natürlich gibt es Ausnahmefehler, aber die sind dann dafür auch da. Genau, und auch Caching-Mechanismen in die App reinbringen. Dafür gibt es die Möglichkeit, dass man einen Interceptor verwendet von Angular. Alternativ könnte man vielleicht eigene Implementierungen schreiben mit Services oder mit State Management Tools oder mit Local Storage, Session Storage. Da könnt ihr kreativ werden. So, das war jetzt zu dem Quality Performance. Jetzt würde ich kurz ein paar Best Practices zum Tooling geben. Ich würde nicht tief eingehen, ich würde so die Anreizpunkte geben, dass ihr das euch vertiefen könnte. Also hier habe ich so Sachen gesammelt, die oft vergessen werden, dass man wirklich von Tools, was man verwendet jeden Tag, zum Beispiel eine Idee oder sowas, wo man gut aufgehoben ist. Ja, das erste ist, nutzt die Angular CLI ausgiebig zum Erstellen von Komponenten, von Services. Viele Leute in der Praxis gibt es noch, dass die alles manuell anlegen, zum Beispiel Komponente, die Styles-Datei, die HTML-Datei, die TypeScript-Datei, alles manuell anlegen. Das ist natürlich mühsam und kann zu Fehlern verursachen. Deswegen nutzt die Angular CLI ausgiebig, die ist mächtig geworden. Genau. Als weiterer Hinweis, verwendet die Linter-Regeln von TypeScript Linter. Der ist sehr mächtig und das Angular-Projekt, wenn man vom Scratch sagt, also mit Angular CLI Engine New Project, also der legt schon für euch TypeScript Linter-Datei an, wo sehr hilfreiche Linter-Regeln dabei sind. Zum Beispiel als No-Console, wo man sagt, okay, bei Production oder so allgemein, dass diese Console-Log-Ausgaben komplett nicht erlaubt sind. Das ist sehr hilfreich. Für die, die das nicht kennen, das sieht ungefähr dann so aus. Wir haben jetzt eine TypeScript-Lint-JSON-Datei im Projekt und hier sind gewisse Regeln aufgebaut. Zum Beispiel, dass wir die Schreibweise von Selektoren beeinflussen können, dass zum Beispiel das Präfix App ist. Man kann das auch manuell angeben, dass man sagt, okay, My App oder sowas und dass die Komponenten nicht Komponenten, sondern direktiven Selektoren auch mit Camel Case geschrieben werden. Das kann man auch anpassen. Was hier alles erstellt wird, das kommt von Angular Style Guide, was Angular vorgibt. Natürlich ist vielleicht nach Geschmackssache, jemandem gefällt Camel Case nicht, der kann das abändern, aber dann bitte durchgehend durch das ganze Projekt durchziehen und durch das ganze Team. Genau, was hier auch hilfreich ist, dass man die Member Ordering beeinflussen könnte, wie man die Reihenfolge von Methoden und Variablendefinitionen im TypeScript-Code vorgehen könnte. Hier gibt es auch Möglichkeit, dass man die alphabetisch sortiert. Die habe ich selber in einem Projekt gerade aktiv, weil das der andere Kollege das gern will, weil der findet das besser. Ich bin da skeptisch. Ich bin da nicht der Meinung, dass man alles alphabetisch sortieren müsste. Das kommt irgendwann an Grenzen und sieht nicht so schön, nicht gut lesbar. Und hier ist zum Beispiel diese Beispielregel, die ich reingebracht habe, in der Console, wo man sagt, dass zum Beispiel das Debug, Info-Time, Time-End, Trace erlaubt sind und die restlichen Sachen, nee, andersrum, glaube ich, nicht erlaubt sind und die restlichen Sachen schon. Hier kann man aber auch selber beeinflussen, was man will. Dazu liest euch gerne die Docu von TypeScript Linter. Da sind die gut beschrieben, die ganzen Regeln und passt euch. Also baut eure eigene Linter-Datei auf, die euch besser gefällt, aber bitte dann durchgehend durch das ganze Projekt durchziehen, nicht durch das ganze Team im Team absprechen. Gut. So. Genau, es gibt auch Möglichkeit, dass man Linter-Regeln schreibt, die uns vergessene Subscriptions irgendwie uns Hinweis geben, guck mal hin, da wird noch was nicht abgelöst.
Und da kann man das auch so eine Abhilfe schaffen, dass man da abgesichert ist. Genau, was weiterer Hinweis nutzt für die, also bei komplexen Web-Apps kommt es oft, dass man irgendwas importiert und da sind die Pfade sehr lang. Das kennt ihr aber mittlerweile, glaube ich, alle schon, aber trotzdem als Wiederholung. Nutzt Pfad-Aliase in der TypeScript-Conf und das hilft uns, dass man schön lesbare Imports hat und keine langen Zeilen, was später auch versuchen könnte, wenn man eine Linter-Regel hat, die uns auf 140 Zeichen in der Zeile erlaubt, dass es immer markiert wird und vielleicht durch Pre-Commit-Hook nicht durchkommt. Deswegen dann vielleicht Pfad-Alias einführen. Wenn schon mit Pfad-Aliasen zu groß ist, dann gucken, ob man vielleicht was aufsplitten oder umstrukturieren könnte. Wie man das macht, das müssen wir an zwei Stellen machen. Und einmal ist das in der TypeScript-Config.json. Dazu müssen wir in die in Compiler Options reingehen und unter der Lib oder allgemein gibt es eine Property Path, also Pfade. Und hier können wir sagen, okay, Add User. Und das ist jetzt ein Pfad-Alias für unser User-Modul, was wir hier haben. Das heißt, alles, was aus dem User-Modul importiert wird, sollte dann statt Source App User, sollte dann Add User slash und dann der Pfad zu der Komponente oder Service oder Interface, was auch immer. Da sein. Damit es auch von der IDE erkannt wird, dass das richtige Import ist, müssen wir das an der zweiten Stelle anpassen und das ist dann in der TypeScript-Config-App-JSON. Müssen einfach das gleiche kopieren. Bei der Standard-Config muss man das kopieren, das reicht aus. Wenn aber Projekt ein bisschen komplexer ist, dann bitte guckt euch hin, dass der Source-Pfad richtig ist. Der könnte ab und zu abweichen, dass man hier den einen hat und in der TypeScript-Config-App den anderen hat, dass man dann die Pfade hier anpassen muss. Sonst würde das nicht gehen. Und wie das Ganze funktioniert, da gehen wir zum Beispiel unser Image-List-Component TypeScript rein. Und ja, das ist keine schöne Lösung, aber wir holen jetzt einfach unser Test-Component. Das kommt rein und das ist jetzt unsere User List. Und machen wir Import rein. Und da sieht es wie folgt aus. Wir haben unsere User List Component, die wird aus Add User, User List, User Component importiert. So wird das funktionieren. Und wenn man jetzt genau hinschaut, ich will das jetzt kurz nochmal löschen. So. Nicht schon anfangen zu schreiben, da wird mir schon Visual Studio Code als Vorschlag geben, dass er direkt aus Add Users importiert. Das hat den Grund, dass wir jetzt diese TypeScript-Config-App-JSON angepasst haben. Genau, wenn man das jetzt nie macht, dann wird das rot markiert und sagt, es wird importiert, aber der sagt, die Idee wird das markieren, obwohl das trotzdem richtig ist. Der Compiler wird da schon richtig machen. Genau, und natürlich, genau. Ich weiß nicht, was ihr für die IDE verwendet. Ich bin selber JetBrains-Fan und ich nutze WebStorm zum Entwickeln mit Angular. Und da gibt es Möglichkeit, dass man doppelten Code, also so eine Erkennung von doppeltem Code hat. Das heißt, unsere WebStorm-IDE, die sagt uns: guck mal hin, du hast den gleichen Codeblock schon da und da verwendet. Und da könnte man überlegen, dass man diese Hinweise befolgt und vielleicht das irgendwie auslagert, wenn man wirklich Verdoppelungen hat. Was ich damit sagen soll, guckt auf die Hinweise von der IDE, also nutzt die Power auf eurer IDE, also um die Codequalität zu verbessern. Zum Beispiel. So, das ist erstmal zum Tooling. Ich würde gerne nach dem Talk mit euch diskutieren, was ihr so noch an Tooling-Tipps habt, was vielleicht ich nicht kenne oder wo ich vielleicht falsch liege oder sowas. Das können wir gerne nachdiskutieren, das würde mir auch gerne. So, jetzt würde ich kurz weitergehen und das ist Kategorie Advanced. Was ich hier gesammelt habe, das sind so die Themen, wenn man bei komplexen Apps über die Architektur, über die State Management redet. Und als erstes habe ich auch State Management als Punkt da genannt. Hier habe ich als Empfehlung, lege ich euch gerne ans Herz, wirklich bei komplexen Architektur in der App, Angular App, wenn das wirklich viele Änderungen da kommen, dann und schon die Services nicht mehr ausreichen, dann überlegt euch ein Statement reinzunehmen und da könnt ihr empfehlen, also
ich nutze da selber Nginx Store mit Erweiterung durch Nginx Effects gern. Alternativ, wenn euch das zu komplex ist für das Feature oder sowas, dann könnt ihr NGXS anschauen oder Akita. Oder es gibt auch leichtgewichtige Alternativen. Da mittlerweile gibt es einige Tools. Ich habe meine ersten Schritte im Estate Management gemacht mit Angular Redux Store, wo ich dann später zum Punkt gekommen ist. Das kennt, glaube ich, Ferdinand, dass man bei der bestimmten Version den State nicht über Laserlink-Module teilen könnte. Und das war bei mir der Punkt, wo ich auf Nginx selber umgestiegen bin. Und das ist wirklich ein mächtiges Tool. Hier auch als Hinweis, bitte nehmt euch genug Zeit zum Verstehen, wie das funktioniert, um richtig schöne Architektur aufzubauen. Genau, wenn jemand einen Immutable State verwenden will, dann gibt es als für Nginx zumindest eine Erweiterung, nennt sich Nginx Store Freeze, wo ihr auch ein Immutable State aufbauen könnt. So, ich glaube, genau, es geht weiter zum Testen. Ja, Tests werden oft vergessen. Ja, der Kunde will nicht zahlen oder die Zeit ist nicht da. Daher versucht bitte, testet so gut wie möglich eure App und versucht das eurem Teamleiter oder der noch drüber steht, das zu vermitteln, dass ihr das an den Kunden verkauft, die Zeit dafür. Das ist wichtig, weil so kann man schon beim Entwickeln viele Probleme beheben, bevor die in Production reinkommen. Angular bietet ja selber Jasmine und Protractor Jasmine für Unit-Testing und Protractor für End-to-End-Testing an. Kann man gern verwenden, allerdings bin ich ein bisschen da von der Umfang, also Funktionalität nicht zufrieden. Daher würde ich empfehlen, vielleicht für Unit-Testing Jest zu verwenden und für End-to-End-Testing Cypress. Es lässt sich gut mit Angular kombinieren und integrieren, auch mit der CLI. Und Vorteile von Cypress, man kann die Tests parallelisiert laufen lassen und die sind sehr schnell. Bei Jest ist es genauso. Allerdings bei Jest gibt es einen kleinen Punkt, dass die Implementierung von Jest nur die offiziellen, also die in der HTML-Doku, also HTML-Spezifikation-Elemente gibt, dass die nur die implementiert haben. Das heißt, aktuell, glaube ich, bei 85% aller HTML-Elemente kann man abdecken damit, weil die keinen Wrapper dafür verwenden. Also bei Jasmine, die verwenden so eine Art, fällt mir gerade der Name nicht, die verwenden so einen Wrapper, der die ganzen Elemente sozusagen bereitstellt, dass man die testen kann. Guckt euch das gerne an. Also Cypress kann ich nur ans Herz legen, ist richtig gutes Tooling und auch sehr einfach ins Angular zu integrieren und hat weitere coole Features wie Aufnahme von den UI-Tests, die man später anschauen könnte oder ist auch, also für die da auf CI und also ist, Continuous Integration abfahren, Cypress kann man auch in Docker-Container laufen lassen. Das ist ziemlich cool. Genau. Ja, und für Angular-Apps, die viel klassische Frontend, also klassische Website-Logik haben, also zum Beispiel Website-Funktionalität wie Blogbeiträge oder sowas, da nutzt euch den Angular Universal. Das ist eine Möglichkeit, dass man die statischen Inhalte als Server-Side-Rendering bereitstellt. Also dass die HTML-Seiten werden vorgerendert und wie klassische Webseiten ausgeliefert. Das macht unsere App einfach schneller zum internen Laden und es gibt Möglichkeit, also ist auch ein bisschen SEO-freundlicher. Die Angular-App, wenn man die normal baut und einfach bildet und deployt, die ist SEO-freundlich. Der Google-Bot kann schon JavaScript richtig parsen und erkennt da, also beim Google wird es nicht zu Problemen führen, aber wenn man solche Online-Shops mit Angular-Elementen baut, da macht es Sinn, auf Angular Universal zu schauen, dass man die Seiten vielleicht für Produkte mit richtigen Meta-Tags oder Open-Graph-Tags bereitstellen. Ich habe selber privat einmal verwendet Angular Universal. Bei anderen Projekten sind leider keine SEO-bedürftigen Projekte sind. Das fällt mir noch ein bisschen tiefere Erfahrung damit. Da würde ich auch gerne auf eure Erfahrung, falls jemand da wirklich produktiv Einsatz hat, so große Projekte gerne hören. So,
Und das war es erstmal zu den Best Practices. Ja, jetzt können wir gerne mit Fragen starten. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit.